Gurinator ist voll der miese Betrüger. Der klaut mir meine Superblume. Was? Freunde, ich bin gerade auf Griefer Games auf Citybuild 1 und ich glaube, hier sind gerade zwei. Da wurde gerade live einer beklaut. Der High Gamer. Wo bin ich denn jetzt hier? Oh, da! Da ist er ja. Hallo. Der wurde anscheinend gerade von Gurinator zerstört. Hier, der schreibt auch, du zerstörst meinen Spielspaß. Perfekt, Leute. Ich wollte... Warte mal, was macht denn jetzt? Was? Der verbrennt Beacons? Was? Der andere schreibt jetzt mir doch egal. Ich beobachte das jetzt schon ein bisschen länger, Freunde. Der wurde gerade betrogen und ich glaube, der hat es auch zugegeben. Der Gurinator war das. Der hat den hier abgezogen. Wieso hat er denn jetzt seine Beacons verbrannt? Warte, ich schreibe dem direkt mal. Hi, Gamer. Wieso verbrennst du deine Beacons? Der verbrennt gerade einfach... Jetzt verbrennt der Diamant. Lass das doch. Nein. Hi, Gamer. Die sind voll wertvoll. Lass das doch. Der verbrennt gerade einfach seine Beacons, seine Diamanten und seine Beacons. Was macht er denn hier? Alter. Bin mal gespannt, was der jetzt schreibt. Also der wurde offenbar gerade von... Hab keine Lust mehr, schreibt er jetzt. Was? Warum kann ich dir helfen? Oh Leute, dem möchte ich mal voll gerne helfen. Wieso hat er denn keine Lust mehr? Gurinator schreibt jetzt... Quitte doch, Hi Gamer. Deine Superblume bekommst du nicht mehr. Ach so. Das heißt, der Gurinator hat ihn wahrscheinlich um eine Superblume abgezogen, Freunde. Der hat ihm die geklaut. Warte, ich gehe mal zu Gurinator. Das gucken wir uns direkt mal an, Freunde. Ich habe die teuer gekauft. Ich schreibe dir mal ganz kurz. Ich probiere den Fall aufzuklären. Das schreibe ich direkt mal. Und wir gehen mal zu diesem Gurinator, Freunde. Mal gucken, was da los ist. Ach so. Gurinator ist der Nachbar. Leute, guckt mal, da vorne wohnt der Highgamer, oder? Was? Ach so, da hat ihn sein Nachbar ja betrogen. Nee, oder? Er schreibt, okay, würde mich freuen. Ich schreibe mal, bitte verlass den Server noch nicht. Ich kann so etwas gut. Leute, wir werden jetzt auf jeden Fall uns mal auf die Socken machen. Ich kläre auf, ob der Gurinator denn wirklich betrogen hat. Das ist ja mal gerade super spannend. Der Nachbar hat ihn einfach betrogen. Alter, was steht hier? Hahaha, ha, ha, du Lappen gescammt. Warte mal, das ist doch jetzt hier von Gurinator. Und verboten ist der Highgamer. Was? Also ganz ehrlich, Freunde, das ist ja der beste Beweis. Der hat einfach ein Schild hier hingeschrieben, dass er ihn betrogen hat. Da steht gescammt, also betrogen. Was? Okay, ich geh mal nach da vorne, Freunde. Ich habe einen komplett. Was habe ich überhaupt für einen Undercover-Account? Was ist das denn hier schon wieder, Leute? Ich gehe direkt mal dahin. Was hat er denn hier gerade? Gurinator. Der ist auch nur Spieler, guckt mal. Der ist auch nur schön. Ach ja, oh, ganz wichtig noch, bevor ich es vergesse, weil das gerade so ein chaotischer Anfang war, Freunde. Denkt bitte dran, heute ist der 31. Das heißt, man kann heute noch bis 24 Uhr abends den Supreme-Rang im Shop erhalten. Ansonsten ist der erstmal weg. Wenn ihr also Bock habt und euch Supreme holen wollt, geht auf shop.qjons.net, erster Link in der Beschreibung. Bis 24 Uhr, danach ist das Ganze erstmal raus. Um Punkt 24 Uhr werden das Ganze beenden. Deswegen checkt's gerne. Er schreibt mich jetzt gerade sogar an, was willst du? Aber checkt bitte ab, falls ihr Interesse dran habt, sonst ist der Rang eben weg. Ihr wisst Bescheid, shop.griefergames.net. Und der schreibt jetzt gerade, was willst du einfach? Ich schreib mal, ich will was kaufen. Beacons, ich sehe gerade ein Beacon stehen. Oh, verkaufe Spawn Eggs, okay. Der andere schreibt jetzt wieder, bitte mach was gegen den. Du bist doch Supreme, ach nein. Er glaubt echt, weil wir Supreme sind, können wir irgendwas Krasses machen, aber... Oh Mann. Bist du Komplize von High Loser? Was? Nee, ich schreib mal, ich gebe mich jetzt mal als cool aus, wisst ihr? Nee, der ist ja ein Opfer. So, ich will nur günstig Beacon kaufen. Wie teuer ist einer? Jetzt bin ich mal gespannt, ob der mich auch scammt, Freunde, aber dann haben wir den besten Beweis. Aber was ist das hier eigentlich gerade? Guckt mal, wo wir hier sind. Wir sind bei Gurinator. Und er schreibt einfach, hahaha, richtig. Alter, oh mein Gott, dieser Typ, ne, der macht mich gerade wirklich ein bisschen sauer. Guck mal, der hat ein richtig schönes Haus. Und wegen diesem Typen, der keinen Rang hat und nichts, will der einfach aufhören. Und der hat ein Cobblestone-Haus mit, da ist ein Bett drin und eine Truhe. Und hier ist ein, ja, irgend so ein Dirt-Ding noch. Warte mal, er schreibt, weil du es bist, $300 für einen Beacon? Ernsthaft? Das ist ja mal viel so günstig. Ja gut, ich habe $150.000 hier. Ich mache mal Folgendes. Lass Gurinator ärgern, schreibt er. Ich pay dem einfach mal $300 und schreibe mal, okay, kaufe einen. Bin ich mal gespannt, ob ich den auch kriege. Interessant. Also ich wette nicht, ich wette, der bannt mich jetzt gleich. Ich schreibe mal dem anderen jetzt, dem Highgamer. Ich mache mal einen
Betrugstest. So, gucken wir mal. Der freut sich bestimmt schon. Was macht der gerade? Lol, ich wurde gebannt. Er hat mich wirklich gebannt, oder? Ernsthaft jetzt? Warte mal. PH High Gamer. Ich gehe nochmal zu Gurinator. Hat er mich jetzt ernsthaft einfach gebannt? Ich mach's auch mal kurz ein bisschen heller für uns. So. Er schreibt jetzt auch, ja, aber lass dich nicht betrügen, sonst hast du auch nichts mehr. Oh mein Gott, okay. Ich geh mal hier hin, bin ich immer noch gebannt oder gibt er mir meine Beacons? Er schreibt einfach, du bist auch so ein Opfer. Oh mein Gott. Gurinator, bitte schäm dich einfach. Bist du ein kleiner Ehrlich jetzt? Alter, bist du ein... Oh mein Gott, er hat mich halt wirklich einfach gebannt. Gut, Leute. Ich glaube, die Sache ist klar. Ab jetzt würde ich sagen, ich schalte mal ein bisschen meine Admin-Rechte, meine Admin-Super... Jo, was? Nein, er wollte mich töten. Er wollte mir meine letzten 12 Steaks und mein... Warum habe ich Gunpowder? Er wollte mein Gunpowder auch noch abziehen. Alter, oh mein Gott, Gurinator, das ist ja echt... Leute, das ist perfekt, wir werden den so rächen. Ich werde den so rächen. Warte mal, ich gehe mal... Er ist da oben auf seiner Aussichtsplattform. Warte, ich gehe mal kurz zu dem hier. Ich mache mal vor... Oh. Der hat ja einen Lavagraben, warte, das schaffe ich. Ach du, zack. Okay, jetzt gehe ich mal hoch. Ich mache mal Folgendes. Ich schreibe jetzt mal mit dem hier, Freunde. Ich schreibe dir mal. Pass auf, ich habe Superkräfte. Superkräfte, so. Und jetzt mache ich mal Folgendes, Freunde. Wir geben uns jetzt die Admin-Rechte. Und dann werden wir loslegen. Wie heiße ich gerade? Ich heiße Rockohead. Er schreibt echt. Der andere schreibt jetzt, komm her, Kleiner. Ich glaube, der will mich immer noch vermöbeln. Ich mache mal Folgendes, Freunde. Ich gebe mir jetzt mal kurz ein bisschen Superkräfte, so. Und jetzt gehe ich erstmal kurz in Game Mode. Wir nehmen uns jetzt mal richtig gute Sachen. Ich würde sagen, so richtig gute Diamantsachen. Die werden uns, glaube ich, helfen im Kampf gegen Gurinator, würde ich sagen. Hier schon ein schönes Dia-Schwert, so ein bisschen was zum Abbauen. Das ziehe ich mir jetzt mal an. Eine richtig, richtig, richtig schöne Diamantrüstung. Die wird mir bestimmt helfen. Er schreibt jetzt, wenn ich irgendwann Supreme bin, mache ich auch sowas wie du. Oh mein Gott. Oh. Leute, ihr könnt echt coole Sachen mit Supreme machen, aber ihr könnt nicht einfach euch Admin-Rechte geben. Also, ja, das wird alles im Shop, aber ey, es ist echt süß, dass er glaubt, dass ich so ein richtig hoher Spieler bin oder sowas. Und ich fliege mal vor seinen Augen. Was macht er jetzt? Glaubt er jetzt? Jetzt dreht er, er schreibt, Leute, ich drehe da bestimmt komplett durch. Oh mein Gott. Okay, wir machen jetzt Folgendes, Freunde. Ich gehe mal aus dem Game-Mode raus. Und geh mal in den Gottesmodus. Mit unseren Superkräften werden wir nämlich jetzt hingehen. Und jetzt werde ich einfach mal den Gurinator richtig schön vermöbeln. Der baut ja... Da ist er ja. So, warte mal. Was will der... Warum geht der jetzt nach da oben? Hallo? Was ist das denn jetzt hier? Oh, er kommt. Ah, okay, Attacke, Attacke. Den kriegen wir, Freunde. Den greife ich jetzt mal an. Das Geile ist, ich kann ihn auch einfach auf den Straße schlagen. Das war... Wieso kann der fliegen? Ach, ist ein Flybooster an, oder was? Nee. Hä? Wieso kann der denn jetzt fliegen? Hat der einen Hack? Warte mal, hackt der? Was war das denn jetzt? Okay, irgendwas ist hier richtig komisch. Warte mal, ich bringe den auf jeden Fall erstmal um. Ich glaube, es ist ein Flybooster an, aber irgendwie kann ich gerade nicht fliegen. Warte, okay, den haben wir schon mal umgebracht. Alles klar. Okay, jetzt gehen wir erstmal zu seinem Haus, Freunde. Denn ich werde natürlich jetzt dem seine Sachen wiederbringen. Okay, Freunde, wir gehen jetzt einfach mal in die Truhe. Hier steht noch geil, geil, geil. Wir gucken mal rein. Er hat... einen Spawner und eine Superblume am Start. Ziehe ich mir beide mal hier raus. Die beiden Sachen hat er geklaut. Der hat einen Spawner, der ist super, super teuer auf dem Server. Und eine Was? Was? Der hat duplizierte Beacons! Er hat duplizierte Beacons! Oh mein Gott. Okay, ich bringe ihn direkt mal oben so. Danke für deine Beacons. Was? Okay, da muss ich mal ganz kurz ein bisschen Lava holen, Freunde. Das müssen wir verbrennen. Er hat einfach Beacons dupliziert. Das gibt's doch jetzt nicht. Er hat wirklich einfach Beacons dupliziert. Das hat er bestimmt durch den Merch-Bug damals gemacht, wenn ihr euch noch erinnert, Freunde, durch den Merch-Hack. Er hat wirklich duplizierte Beacons. Alter, okay, warte mal, ich kläre mal kurz das ganze Haus, nicht, dass hier noch mehr drauf ist. P-Clear, so. Alter, du kleiner Schlawiner. Alter, da bin ich jetzt echt schon fast mal überlegen, ob wir den einfach vom Server bannen, Freunde. Schreibt's mal in die Kommentare, soll ich den bannen oder nicht? Einfach mal reinschreiben. Schreibt er auch, bist du dumm und so. Ich bringe erstmal kurz dem High-Gamer hier seine Sachen wieder, okay, Freunde? Oh mein Gott, ich schreibe dem mal. Er schreibt es, Alter, meine Superblume! Aber das ist doch die Superblume vom High-Gamer! Warte mal, ich schreibe mal, komm mal mit uns bann den Typen vom GS. Ich habe deine Superblume zurückgeholt. So, Freunde, wir werden jetzt nämlich ganz ehrenvoll einfach die Sachen zurückgeben, die ich jetzt hier gerade vom Gurinator mir geholt habe.
Er fragt, wie ich das mache. Das verraten wir jetzt einfach mal nicht, Freunde. Vielleicht sieht er ja das Video. Wir gehen am besten einfach mal hier irgendwie durch. Gibt es hier einen Raum, wo ich das gut ihm geben kann? Vielleicht einfach hier, so. Okay, machen wir die Tür noch zu, genau. Und dann gebe ich ihm jetzt einfach mal hier den Pickspawner. Bumm, viel Spaß damit. Der ist nämlich super, super viel wert. Und die Abgesuperblume, die kann man ja nur von mir bekommen. Der hat er sich wahrscheinlich gekauft oder hat die irgendwann mal bekommen. Die kriegt er auch wieder. Und dann schreibe ich nochmal, ich hoffe, du hast jetzt wieder Spaß auf meinem Server. So, ich hoffe mal, der ist echt wieder ein bisschen Spaß, Freunde. Und ich würde auch sagen, der hat ja gerade Beacons verbrannt. Ich bin mal heute richtig großzügig. Ich schenke ihm einfach mal, ich weiß jetzt nicht, wie viel das waren, ich schenke ihm mal 16 Beacons einfach noch. Als kleine so, ich sag mal, Belohnung oder weil er halt irgendwie, er hatte einfach Glück, Freunde, ganz ehrlich. Weil man kann immer auf Griefer Games betrogen werden. Merkt euch das. Jetzt schreibt der andere auch noch, dass er ein Betrüger wäre. Er schreibt jetzt, Hi Gamer ist ein Betrüger. Doch, was ist denn heute los? Was ist denn heute los? Also ernsthaft, Leute, sollen wir den bannen? Sollen wir den bannen? So wie der sich jetzt benimmt hier, jetzt sagt er zu dem anderen noch, dass der betrügen würde, obwohl er ihn einfach betrogen hat. Alter. Also von dem werde ich auf jeden Fall gleich noch das ganze Geld und alle seine Ender-Chest-Items und werde ich alles noch löschen. Das gibt's doch gar nicht, Freunde. Das gibt's doch gar nicht, was der hier abzieht, wirklich. Das gibt's doch gar nicht. Was bist du denn für ein kleiner, ehrlich jetzt? Richtig, richtig fies. Hier ist gerade der nächste Spieler gekommen, Croxlos. Ich glaube, der möchte den auch vermöbeln. Guckt mal. Er wird jetzt einfach von irgendeinem Typen. Der rächt sich auch noch an dem. Bestimmt hat er den auch gescammt oder hier betrogen. Alles klar. Okay, ja, ich denke, das ist eine richtig coole Folge, Freunde. Der Heige macht hoffentlich wieder Spaß. Er hat da sogar einen Rang gekauft. Ich hoffe, du bleibst auf diesem Server. Ich denke auch... Oh, hier, guck mal, da sieht man es schon. Er hat die Sachen schön hier in eine Truhe gepackt. Ich mache mal Folgendes. Ich mache noch ein kleines Geschenk. Ich mache ihm noch ein kleines Geschenk, Freunde. So ein kleines Secret, falls er das Video irgendwann sieht. Oh, guck mal, die tun sich jetzt gerade, glaube ich, zusammen gegen den. Und der hat nur ein Holzschwert. Oh, wie süß. Gehen sie jetzt zusammen drauf? Gehen jetzt zusammen auf sie jetzt. Ich mache nur mein kleines Secret, Freunde. Ich gehe mal auf die Rückseite von seinem Grundstück. Und wenn er das Video sieht, ne, Hi Gamer, dann kannst du mal zu seinem Grundstück kommen. Weil ich werde einfach mal hier ein kleines Schild hinmachen. Und zwar, liebe Grüße von Abge. So. Dafür, dass das hier so eine coole Folge geworden ist. Freunde, denkt doch bitte auch an Daumen nach oben, das würde mich mega freuen. Ich denke, HiGamer wird sich auch ziemlich freuen und bleibt hoffentlich auf diesem Server. Und schreibt in die Kommentare, ob ich diesen anderen Typen bannen soll. Und ach ja, ganz wichtig natürlich, denkt dran, der Supreme-Rang, der ist ab heute Abend um 0 Uhr weg. Das heißt, wenn ihr noch Bock habt, ne, shop.griefergames.net, ihr habt jetzt noch die Chance, dazu zu greifen. Einfach mal reingucken, ansonsten kommt ihr erst beim nächsten Eventmonat wieder und das dauert ja noch ein bisschen. Und jetzt würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen sehr, sehr schönen Tag. Haut rein, bis dann und tschüss!